Jetzt wollen wir sprechen mit Tom Wörle, dem Trainer der FC Bayern Frauen. Tom, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns vorbeizuschauen. Du hast das Spiel gestern auch gesehen, 3:0 gegen Schalke. Mal ganz ehrlich, wie gut ist Robert Lewandowski momentan drauf und wie viel Spaß macht der FC Bayern momentan? Ja, sensationell. Hat gestern richtig Freude gemacht zuzuschauen. Ich denke, der FC Bayern hat sehr dominant gespielt, sowohl gegen den Ball als auch mit Ball. Sehr aggressiv, aber auch sehr kombinationssicher, kombinationsstark und hat eigentlich Schalke nicht wirklich ins Spiel kommen lassen. Und Robert Lewandowski ist eine absolute Macht, muss ich wirklich sagen. Seit eh und je schon sehr, sehr konstant in seinen Leistungen. Super torgefährlich, also ein Torgarant. Wir wollen gleich, Tom, über deine Mannschaft sprechen, über die FC Bayern Frauen. Vorher wollen wir aber noch schauen, wie ist denn momentan die Situation bei den Frauen des FC Bayern? Glückliche Fußballfrauen zu Besuch beim FC Bayern Basketball. Top Rückrundenstart, zuletzt der Sieg gegen Jena, jetzt Länderspielpause und Zeit Anlauf für die nächsten großen Aufgaben zu nehmen. Erst die Spiele gegen Wolfsburg in Pokal und Liga, dann steht die Champions League an. Außergewöhnlich, verrät Viktoria Schnaderbeck beim Meet and Greet. Wir spielen jetzt im Viertelfinale. So weit sind wir noch nie gekommen. Und dann gegen Paris. Ich glaube, mehr Motivation geht nicht. Und wenn wir das noch vor einigen tausend Zuschauern schaffen würden, ich glaube, das wäre für uns Mädels ganz was Besonderes und auch eine ganz neue Situation. Die Fans sind also gefragt, denn mit Paris kommt einer der europäischen Topclubs ins Grünwalder Stadion. Es wird ein richtig schweres Spiel werden. Wir freuen uns aber riesig drauf und wir hoffen natürlich, dass wir die Hütte voll bekommen. Jeder wird an dem Tag oder an den beiden Tagen versuchen, das Bestmöglichste abzuliefern, um eine Runde weiterzukommen. Das ist unser großes Ziel. Die Ziele sind also für unsere Bayern-Frauen klar. Aber was sagt der Trainer zu den nächsten Aufgaben? Das wollen wir jetzt hören. Tom Wörle. Der Rückrundenauftakt, der ist geglückt. Siege in Freiburg entgegen Jena. Wie zufrieden bist du mit den bisherigen Leistungen? Also mit den Ergebnissen natürlich sehr zufrieden. Wir haben als erste Mannschaft es geschafft, Freiburg, die sehr, sehr heimstark sind, auf eigenem Platz zu schlagen. 3:2. Haben das zweite Spiel gewonnen und sind sozusagen in der Liga voll im Soll, sind dabei. Natürlich können wir uns inhaltlich verbessern, gar keine Frage. Aber gerade nach einer längeren Winterpause brauchst du wieder Zeit, um Anlauf zu nehmen. Und momentan ist es sehr schwer für dich. Etliche Nationalspielerinnen sind momentan auf Länderspielreisen. Wie schwer macht das die Arbeit gerade für dich? Ja, das ist natürlich alles andere als perfekt. Ja. Vor allem, wenn man dann bedenkt, was auf uns wartet. Jetzt haben wir die nächsten 10 Tage ohne wahrscheinlich ungefähr 10, 12 Spielerinnen. Danach kommt ein Riesenblock an super wichtigen Spielen. Aber so ist es nun mal. Wir haben einige Nationalspielerinnen und wir machen das Beste daraus und versuchen, die Leute, die da sind, eben bestmöglich zu trainieren. Ja, das wird ja wirklich ein Wahnsinnsprogramm für die Frauen des FC Bayern. Ab dem 15. März habt ihr 6 Spiele in 19 Tagen, DFB-Pokal, Bundesliga, Champions League-Kracher gegen PSG. Wie groß ist die Vorfreude? Ich habe schon mal angedeutet gehabt, für mich ist das die interessanteste Rückrunde, seit ich da bin. Ich bin jetzt in meinem 7. Jahr und es ist einfach super spannend. Wir haben wirklich 3 Wettbewerbe, in denen wir allen sehr, sehr gut vertreten sind und es gibt K.O.-Spiele. Mehr kannst du eigentlich fast nicht erwarten. Die gegnerischen Mannschaften sind top. Wir müssen uns strecken bis an die Decke und es wird richtig Spaß machen. Vor allem am 23. März, da spielen die FC Bayern Frauen dann gegen Paris Saint-Germain im Grünwalder Stadion. Und Uli Hoeneß, der hat schon mal angekündigt, er will alles dafür tun, dass möglichst viele Menschen ins Stadion kommen. Jetzt bist du an der Reihe, mach mal Werbung. Warum lohnt es sich zu kommen? Es lohnt sich zu kommen, ganz einfach aus dem Grund, weil wir Champions League Viertelfinale spielen. Erstmal zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte, Frauenfußball FC Bayern München. Dann haben wir mit Paris eines der 3 besten Teams in Europa aktuell. Und wenn wir noch mal eine Runde weiterkommen wollen, dann brauchen wir ganz sicher auch den 12. Mann. Das sind die Zuschauer und ich bin mir sicher, dass meine Mannschaft, die alles geben wird, an dem Tag noch mal eine extra Portion Energie bräuchte von der Tribüne. Und deswegen würde ich alle bitten, wirklich zum Spiel zu kommen und uns so gut wie möglich zu unterstützen. Und das Traumziel, das heißt natürlich Cardiff, denn da wird dieses Jahr das Champions League Endspiel steigen. Wie groß sind denn die Chancen und was habt ihr euch für Ziele gesetzt? Also gut, das ist jetzt schon in weiter Ferne erstmal. Wir wollen wirklich Step by Step gehen. Wir haben tatsächlich noch 3 Wettbewerbe. Wir wollen in der Liga dranbleiben. Wir wollen im Pokal die nächste Runde erreichen, wo wir gegen Wolfsburg, gegen ein sehr, sehr starkes Team spielen. Und in der Champions League ist es so, es gibt 2 K.O.-Spiele. Da musst du versuchen, erstmal zu Hause ein gutes Spiel zu liefern, dann auswärts nochmal. Wir brauchen sicherlich alles, was wir haben, um das wir reinlegen müssen in die Waagschale, um da vielleicht nochmal die nächste Runde zu erreichen. Aber wir sind all die Jahre sehr gut damit gefahren, wenn wir Step by Step gehen. Ganz kurz noch eine Frage zu Simone Laudia, die hat sich ja wieder schwer verletzt am Knöchel. Wie sind da die Chancen, dass die irgendwann nochmal eingreifen kann? Die wäre ja wahnsinnig wichtig gewesen, gerade für diese Hochkaräter.
Absolut, dafür wurde sie auch geholt. Sie ist sehr erfahren, auf dem Niveau vor allem hat sie schon viele enge Spiele bestritten und auch erfolgreich. Ich denke, sie wird uns schon wahrscheinlich die ganze Saison ausfallen. Also sie wird kein Thema werden, glaube ich, für diese Spiele. Wirklich sehr, sehr schade, weil sie eine sehr, sehr gute Vorbereitung auch hingelegt hat und eigentlich jetzt total im Kommen war. Aber die Mannschaft hat schon einige Rückschläge erlitten und hat das immer wieder gut weggesteckt. Und wir werden genauso jetzt auch hier wieder im Kollektiv vorangehen. Und wir freuen uns natürlich auf diese Aufgaben. Danke, Tom, dass du vorbeigeschaut hast hier bei uns im Studio. Und nochmal der Hinweis an dieser Stelle. Am 23. März die FC Bayern Frauen dann in der Champions League im Grünwalder Stadion gegen Paris Saint-Germain. Das lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizukommen.